Ich bin Denise. Und ich bin Michael. Und wir sorgen für die besondere Perspektive. Hallo aus Regensburg. Ihr wolltet von uns wissen, wie barrierefrei ist der Katholikentag? Und um diese Frage beantworten zu können, wollen wir erstmal selber wissen, wie sich das Leben im Rollstuhl so anfühlen kann. Wir machen den Selbstversuch. Bremse. Du machst jetzt schon eine Nummer. Ich war gerade. Ah, hier gibt es sogar noch helfende Anweisungen von der Kollegin. Ah, ein Balanceakt. Wow. Ja? Wow, da braucht man Armmuskeln. Ah, gar nicht so einfach. Also, während Denise noch durch den Parcours kurft, habe ich mir schon mal eine Expertin gesucht. Das ist Barbara Schnieder. Der Katholikentag gilt ja als sehr behindertengerecht. Zumindest wird damit geworben. Ist das so? Ja, das ist so. Also ich habe nur positive Erfahrungen gemacht bisher. Schon im Vorfeld. Die Internetpräsenz war super. Da bin ich direkt an die richtige Stelle gekommen. Und obwohl ich ziemlich kurzfristig gebucht habe, hat das alles super geklappt mit Unterkunft. Ich habe eine Liege da reinbekommen, hatte eine sehr nette Ansprechpartnerin. Und da war ich schon im Vorfeld sehr beruhigt, bevor ich hier hingefahren bin, dass das alles eigentlich gut klappen wird. Mir kommt es oft so vor, dass man auch gar nicht daran denkt, weil man selbst sich nicht in dieser Situation befindet? Also ich bin jetzt nicht mein ganzes Leben lang Rollstuhlfahrerin. Ich war auch mal Fußgängerin und da habe ich jetzt auch nicht immer drüber nachgedacht. Also habe ich schon Verständnis dafür, wenn man da nicht das Auge für hat, weil es halt einfach nicht so ist, wenn man nicht im Rollstuhl ist. Nur bei so offensichtlichen Sachen, wo es wirklich jeder sieht, wenn da nicht das Verständnis da ist, das ärgert mich dann schon. Du sagtest gerade, du warst früher auch Fußgängerin. Wie bist du in den Rollstuhl gekommen? Also es ist eine fortschreitende Erkrankung, die ich habe, deswegen war das schon abzusehen, dass es irgendwann mal so darauf hinauslaufen wird. Genau. Jetzt ist ja hier auf dem Katholikentag alles katholisch, entsprechend gehe ich davon aus, dass du dann auch katholisch bist. Hadert man nicht, warum gerade einem selbst sowas passiert? Also ich habe schon viele Leute kennengelernt mit meiner Erkrankung, die dann wirklich gesagt haben, was macht das für einen Sinn oder was will Gott mir damit sagen, die dann durch ihre Erkrankung entweder den Glauben verloren haben und aus der Kirche ausgetreten sind oder dann zum Glauben gefunden haben und gesagt haben, ja, jetzt sehe ich den Sinn da drin. Für mich selber war das jetzt nicht so. Ich war schon immer sehr gläubig und durch meine Krankheit hat sich das jetzt nicht verändert. Also ich bin eigentlich so dabei geblieben, wie es von Anfang an war. Puh, das war ganz schön anstrengend und für mich auf jeden Fall eine neue Erfahrung. Da merkt man erstmal, wie wichtig es ist, dass Städte und vor allem solche Veranstaltungen barrierefrei sind. Aber diesbezüglich scheinen die Organisatoren des Katholikentags ja einen sehr guten Job gemacht zu haben.